Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadowhearts Covenant. Heute geht's ganz kurz nach Florenz, bevor wir dann endlich Geppettos optionalen Super Dungeon in Angriff nehmen. Ich muss mit ihr reden. Meine ich, ja. Unglaublich, wie weit sie gelaufen sind. Ich bin echt beeindruckt. Hier ist ihre Belohnung. Der Mikrorock. Weiter so, hören Sie nicht auf. Sie laufen toll. Ja, für 13.000 Schritte, glaube ich, kriegt ihr den Mikrorock. Ein Rock durch seine Kürze, Hoffnung weckender Rock. Der Männerblick anzieht. Ich hätte da oben nicht Rock reinbringen sollen, meine Güte. Dieses heiße Kleidungsstück unterstreicht die einzigartigen Kräfte von Frauen. Jawohl. Damit ist Karen fertig. Ultimative Kampfmaschine, bla bla bla. Ja, das ist okay so. Ja, ja, ja. So, jetzt geht es nach Japan! Um genau zu sein, nach Yokohama und dann in die Straßen von Yokohama, die in Yokohama drin sind. Ne, ihr wisst schon. Die Straßen von Yokohama in Yokohama, sowieso Yokohama, Yokohama. Irgendwo hier müsste mal wieder ein neues Gesicht rumrennen. Sozusagen. Ja, da ist er. Der Typ hier, der hier, der ist neu. Sag, diese Marionette. Was, du meinst Cornelia? Cornelia, hä? Ach, tut mir leid, sie sieht genauso aus wie eine Puppe, die ich vor einer Zeit lang, lang Zeit gesehen habe. Eine Puppe, die aussieht wie Cornelia? Erzähl uns doch mehr darüber. Okay, es ist fast 30 Jahre her. Da zog ein französischer Puppenmacher in die Villa da oben. Seine Puppen waren erlesen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind dachte, dass sie sehr lebendig aussahen. Vor 30 Jahren. Französisch. Kann es sein? Und er lebt noch da? Nein, ihn hat schon lange niemand mehr gesehen. Ich hörte, dass er seine einzige Tochter beim Unfall verlor, kurz bevor er verschwand. Ich weiß nicht, ob er mit seinem gebrochenen Herzen weggegangen ist oder ob er einsam in seiner Villa starb. Seine Tochter, hä? Ich verstehe. Die Villa ist geblieben, wie sie war. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr hingehen und sie euch ansehen. Und das machen wir auch. Denn das schaltet den optionalen Dungeon das Puppenhaus frei. Wer sich noch an Shadow Hearts 1 zurückerinnert, ja, das ist unser Creepy Dungeon des Tages. Es ist eben ein Puppenhaus. Ein verlassenes, altes Gebäude eben. Was für eine Geistervilla. Geppetto, du scheinst wirklich an dem Puppenmacher interessiert zu sein. Denkst du kennst ihn oder was? Naja, es tut mir leid, aber könntest du mir das überlassen? Ich verspreche, dass es nicht lange dauern wird. Oh ja, sicher. Natürlich, als ob. Sorry, aber ich denke, ich übernehme jetzt. Ja, wie gesagt, Geppetto darf dabei bleiben. So ist meine Party fürs Erste. Sobald ich was Bestimmtes mit Anastasia hinter mir habe, wird sie erstmal für lange Zeit aus meiner Party verbannt. Denn wir können hier ihre letzte Albumkraft fotografieren, freischalten, wie auch immer man das jetzt dann in dem Fall nennen möchte. Gott, das sieht so ungewohnt aus, Geppetto mal rennen zu sehen. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, warum ich aus Versehen die Minimap ausgemacht habe oder seit wann ich die ausgemacht habe. Ich habe so lange dann gespielt, ohne die Minimap wirklich im Auge zu haben, dass ich schon wirklich gar keine Ahnung mehr habe, wie lange das her ist. Ha. Das ist eine erlesene Puppe. Sie sieht lebendig aus, als ob sie sprechen kann. Ha. Okay. Das war nur nicht so schlimm, ne? Was ist das? Um Gottes Willen. Das ist gar nichts. Das ist cool. Ja, das ist ein nettes Gemälde gewesen. Das würde ich mir nicht unbedingt in meine Wohnung hängen wollen. Das da ebenso wenig, aber das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Noch eine erlesene Puppe. Ha. Das knarrt so schön. Ich weiß nicht, ob ich über so einen Boden gerne gehen wollen würde. Naja, da war was. Da war was. Da war was. Geppetto? Da war was. Freaking Geppetto!
Fein. War da eben nichts. Die sei verziehen. Fürs Erste. Nur eine Puppe an den Tisch. Nun gut. Vielleicht gibt es ja auch gar keine Kämpfe. Vielleicht ist alles weniger schlimm, als ich erwartet habe. Und es wird nichts Schlimmes passieren. Und wir gehen einfach gemütlich danach wieder raus und haben ultimative Waffen. Und alles ist gut. Okay. Ja, erster Kampf. Ist vielleicht sogar direkt der Gegner dabei, den ich haben möchte. Jawohl, und zwar im Sechserpack, ja. Bailey. Bailey ist der Gegner, um den es sich wirklich dreht für mich momentan. Denn Bailey kann eine neue Technik fürs Album. Nämlich den Albtraum. Und damit, meine Damen und Herren, habe ich alle Techniken für unsere liebe, gute Anastasia gelernt. Oh Gott. Ja, und da seht ihr auch, was der Albtraum ist. Ja, das ist kein Instant Death, aber es tut sehr weh. Oh Gott. Also ein Albtraum ist das schon irgendwie, wenn man sich das so vorstellt, die ganzen Insekten. Nee, ich verzichte. Ich verzichte da doch sehr. Irgendwelche Insekten in der Nähe? Nein, kann ich theoretisch vielleicht mit der Powerkanone mehr erreichen? Ja. Also das sind dann eben die Baileys, die kleinen süßen Kakerlaken, die wunderbar nett sind. Auf jeden Fall haben wir damit alle Alben für unser Album fertig. Album. Und dementsprechend kann ich jetzt die Party aus den Leuten zusammenschließen, die ich wirklich drin haben will. Denn ab sofort würde ich das nur noch für Werte machen und sobald ich Anastasia rausnehme, wie wir ja wissen, sind die Werte wieder völlig für die Katz, weil ich sie nicht sehe. Das heißt, sie kann jetzt raus und ich mache Platz für Blanka. Einfach nur, weil es für mich dann in dem Punkt angenehmer ist, was Schaden machen angeht. Sie ist, wie gesagt, nicht per se ein schlechter Charakter. Euthanasie... Ich meine, das heißt Euthanasie. Ich spreche es jetzt jedenfalls immer Euthanasie aus. Das ist... nicht normal. Euthanasie ist ein sehr guter Zauber. Deswegen, man darf sie nicht unterschätzen. Ein Kruzifix, schön. Das Schöne ist, ich spiele es jetzt gerade... Ich habe jetzt Kopfhörer auf, ne? Wisst ihr, ich nehme ja auf, habe Kopfhörer auf. Höre das alles so durch die Kopfhörer in der Nacht. Ich habe eine Menge Kruzifixe, hör mal. Ich habe genug Kruzifixe für alle. Genug für alle. Ja, dann kriegt Geppetto das für diesen Party, weil ne, wenn er in der Party sein muss, dann kriegt er das halt. Noch eine Puppe, hm? Da sind aber eine Menge Puppen, hör mal. Wenigstens haben wir nur eine. Ich bin kein Fan von Puppen. Da sitzt ja noch eine. Gott. Aber das hat jetzt schon für so ein RPG-Spiel hat das schon eine ziemlich creepy Atmosphäre, vor allen Dingen mit den Kopfhörern drauf. Und vor allen Dingen Baileys. Ich hasse Baileys. Ja, böses Symbol. Ich weiß nicht, ob böse Symbole
hier wirklich the way to go sind, so gesehen, ob die wirklich genügend Schaden machen können. Aber wir probieren es einfach mal. Ausreichend. Doch ja. Definitiv ausreichend. Ihr steht auch nah beieinander. Das finde ich sehr faszinierend. Dann machen wir doch mal Sonne stark. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mal gezeigt hatte. Oder ob ich es selber nur gemacht habe, für mich mal. Aber das ist Sonne stark. Ja, ein Phönix. Yeah. Das sind so die ultimativen Spells. Na, und ich find's klasse. Oh Gott, diese Gemälde, die würde ich mir nicht aufhängen wollen. Nee. Alle. Oh Gott. Der Herr war aber wohl ziemlich deprimiert, so wie es aussieht. Was ist das? Ah. Hm. Sieht aus wie sein Tagebuch. Lies ein bisschen darin, natürlich. Juli der 17. War aber Nase. Tut mir leid, Leute. Entschuldigung. Puh. Egal, was ich tue, diese Leere in mir quält mich. Ich weiß, dass das, was ich versuche, albern und Zeitverschwendung ist, aber trotzdem versuche ich noch, eine Puppe zu machen, die den Platz meiner Tochter einnimmt. Mit ihren feurigen Augen, Lippen, der zarten Haut. 20. Juli. Um mich herum liegen die missglückten Versuche. Leere Augen, leblose Lippen, rissige Haut. Wenn ich das so sehe, sehe ich wieder meine Grenzen als Puppenmacher. 24. Juli. Mein Lehrer erzählte mir einmal von einem Symbol mit der Macht eines Dämons. Ich habe es in meiner Hand. Woher, um Gottes Willen, habe ich es? Ich kann mich an die letzten Tage nicht erinnern. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wenn das wahr ist, was mein Lehrer sagte, ist meine Erlösung nahe. Ich kann die Kräfte des Symbols nutzen, um die Seele meiner Tochter wieder auferstehen zu lassen. 25. Juli. Etwas ist anders. Einige der Puppen haben jetzt einen eigenen Willen und sprechen. Das ist die Macht des Symbols. Ich fühle mich freier. Den sprechenden Puppen gab ich Namen. Rebecca, immer alleine. Ileana, die nur Lügen erzählt. Gina, die gerne Leute hereinlegt. Die wohlerzogene Barbara. Die ruhige Diane. Tina und Emma, die sich so toll verstehen. Meine Hoffnung wurde zur Überzeugung. Meine Tochter wird wiedergeboren. Ich brauche nur ein Gefäß für ihre Seele. 30. Juli. Die Puppe ist fertig. Mein Meisterwerk. Eine schöne Puppe, die wie meine Tochter ist. Wenn ich schon die Sätze ummodelliere, dann aber auch richtig, bitte. Ich beende den Prozess im Keller. Die Tür habe ich mit einem Code zugesperrt, damit niemand stören kann. Jetzt kann ich bei meiner Tochter sein. Sein Meisterwerk, hä? Wenn er es wirklich ist, würde ich es gerne sehen. Also kennst du ihn, diesen Puppenmacher? Wenn es der ist, den ich meine. Aber er schrieb was von einem Code. Willst du in den Keller runtergehen? Hä? Hat irgendjemand etwas gesagt? Ich kenne den Code. Ich kann ihn Ihnen verraten, wenn Sie wollen. Die Puppe spricht, genau wie es in dem Tagebuch stand. Ja, bitte, junge Frau. Können Sie uns den Code verraten? Ich verrate Ihnen den Code, wenn Sie meinen Namen sagen. Ihren Namen? Seitdem Papa weg ist, sagt niemand mehr meinen Namen. Dabei ist es so ein schöner Name. Das ist das Tagebuch, ne? Ja, das brauche ich nicht. Ich schätze, ich bin fertig. Zumindest jetzt nicht. Ich verrate Ihnen den Code, wenn Sie meinen Namen sagen. Der Name der Puppe ist... Barbara! Oder auch nicht. Gut, neue Gegner. Ihr seht, wenn ihr den Namen falsch sagt, werdet ihr attackiert von Torsos. Das ist irgendwie schon erschreckend genug, wenn ich so drüber nachdenke. Doch ja. Reicht das? Okay, die Kämpfe selber sind aber nicht allzu schlimm, deswegen ist das nicht so schlimm, wenn ihr angegriffen werdet. Ich hätte jetzt schwören können, das wäre der gewesen, aber... Ach so, nee, Quatsch. Ich bin aber auch ein Hammelbein.
Denkt euch irgendwas Schlagkräftigeres aus, aber schreibt's bloß nicht in die Kommentare. Das ist Rebecca, denn sie ist immer alleine. So. Richtig, ich bin Rebecca. Seit langem hat niemand mehr meinen Namen gesagt. Sorry, ich kenne nicht den ganzen Code. Der erste Buchstabe ist ein B. Mehr weiß ich nicht. Aber die anderen Mädels kennen den Rest, sie wollen auch ihren Namen hören. Wenn sie das machen, sagen sie es euch. Okay, danke Rebecca. Hören Sie mal, Ihre Marionette riecht sehr nach Blut. Sie muss viele Leben genommen haben. Ich verstehe. Wenn Ihre Marionette tötet, müssen Sie sich Ihre Hände nicht dreckig machen. Das ist ziemlich traurig. Wenn man das so sagt und so sieht. Ich meine, in gewisser Weise stimmt es vielleicht sogar, aber es ist ein sehr trauriger Gedanke. Dass Cornelia so benutzt wird, theoretisch. Auch wenn da wirklich nie Blut zu sehen ist oder sowas. Was ist mit dir? Ah, du bist die schweigende Diane. Tschichichi. Okay, dann bist du nicht Diane, dann weiß ich, wer du bist. Wie schade, das ist der Name eines anderen Mädchens. Dann ist diese Puppe, meine ich, Bridget müsste sie heißen. Weil sie gerne Leute reinlegt. Und dieses Schweigen war einfach nur ein Trick, damit wir sagen, du bist Diane. Aber gegen so ein Kämpfchen hier und da habe ich ja eh nichts einzuwenden, also was soll's. Aber finde ich ganz unterhaltsam. Doch ja, reicht das auch, wenn ich die so attackiere? Wäre praktisch. Ja, geht vor allen Dingen schneller. Als der Phoenix! Right, Ace Attorney. Ace Attorney hier. Gut, dann bist du... Wie gesagt, wo ist es? Nee. Das war das, Rebecca immer alleine. Oder was, Barbara? Jetzt müsste ich nochmal glatt diesen Bucheintrag lesen. War ja klar, dass ich irgendeinen Mist baue dabei. Oh Gott. Hieß da nicht eine Bridge? Müsste die nicht Bridget heißen? Ich habe irgendwie Bridget gerade im Kopf. Keine Ahnung. Eigene Blödheit gerade irgendwie. Ja. Also sie ist nicht die Schweigende, das heißt, das ist sie schon mal nicht. Emma und Tina sind immer zusammen, das waren sie auch nicht. Vielleicht ist es dann auch Indiana gewesen oder so, naja. Der Dungeon ist leider eh zu lang, als dass ich ihn in einen Part kriege. Leider, leider. Ja, wahnsinnig, dass er es nicht kaputt kriegt. Das war jetzt eigene Schuld. Aber, prinzipiell egal, wenn ich angreife mit Blanka, aber... Wenn Geppetto schon eine vorgeschwächt hat für sich für die nächste Runde, dann sollte es also bleiben. Wenn ich den Namen jetzt aber allerdings nochmal falsch mache, dann schneide ich direkt da schon und werde euch beim nächsten Mal wiedersehen. Weil ich nicht unbedingt den Kampf dann nochmal zeigen muss, denke ich. Ich denke mal einfach nein. Wow. Jetzt ist gut. Jetzt reicht's. Irgendwann reichen diese daneben gehenden Angriffe auch mal. Danke. Viel besser. So, dann lese ich mir die jetzt nochmal in Ruhe durch, die Namen. Also so, hier. Du, Rebecca, Diane, Tina, Barbara. Tina? Sie haben richtig geraten. Ich wollte Diane spielen und sie verwirren. Da muss ich es Ihnen wohl sagen. Der letzte Buchstabe ist T. Sagen Sie mal, wissen Sie, warum ich so tue, als sei ich ein anderes Mädchen? Weil eine Puppe nichts anderes als ein Ersatz für jemand anderen ist.
Sogar Ihre Marionette ist ein Ersatz für jemanden, den Sie lieben, nicht? Ja. Das stimmt wohl. Ja, ich wurde von meinem Freund getrennt. Der Name der Puppe ist... Entweder Emma oder Tina. Emma? Sie kennen meinen Namen? Dann sag ich es. Papa sagte, der fünfte Buchstabe sei G. Papa ist tot. Er machte uns. Dann ging er weg und ließ uns allein. Aber ich muss hunderte Jahre so weiterleben und weinen. Das ist traurig. Da ist nicht viel, was ich dagegen tun kann, aber naja. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, Leute, unten in den Gängen, wenn ich weitere Puppen und ihre Namen wieder zusammenführe. Wie eine große, glückliche Familie. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.